Ich erkläre dir heute die fünf wichtigsten Parameter, die du unbedingt kennen musst, wenn du ein Heilgerät richtig einstellen möchtest. Und wir starten genau jetzt. Hall ist neben dem Delay der Effekt, mit dem du Räumlichkeit für deine Instrumente oder für deine Sängerin oder deinen Sänger erzeugen möchtest. Du kannst also trocken aufgenommene Spuren, zum Beispiel eine trocken aufgenommene Gesangsspur, die du bei dir im Homestudio oder im Tonstudio aufgenommen hast, in einen virtuellen Raum stellen und kannst somit dem Zuhörer vorgaukeln, dass deine Sängerin zum Beispiel in einem Grand Canyon steht oder in einem sehr kleinen Raum oder auf dem Klo oder wie auch immer. Das kannst du mit Hall erzeugen, also hauptsächlich Räumlichkeit, Größe oder eben einfach auch Räume für TV-Shows oder sonstiges. Es gibt unglaublich viele Hall-Plugins und Hall-Geräte und jedes hat so ein bisschen andere Einstellungsmöglichkeiten und nicht immer sind die Parameter die gleichen. Deswegen möchte ich mich heute auf die fünf wichtigsten Parameter konzentrieren, die jedes ordentliche Hall-Gerät hat, die du kennen musst, um ein Hall-Gerät richtig einzustellen. Und wir starten gleich mit Parameter Nummer 1 und das ist der Reverb-Typ oder der Reverb-Algorithmus. Hier gibt es verschiedene. Der erste, den ich dir zeigen möchte, ist das Room Reverb. Auf gut Deutsch einfach ein Raumhall. Wenn zum Beispiel deine Sängerin oder dein Sänger in der Gesangskabine eingesungen hat und die klingt zu trocken und du möchtest den Gesang intim halten, aber du möchtest trotzdem so eine gewisse Ambience, also so eine gewisse Räumlichkeit und Größe erzeugen, da eignet sich so ein Room Reverb sehr gut. Und da hören wir uns einfach mal ein Beispiel an. Du hörst dir jetzt zunächst mal die Sängerin trocken in der Gesangskabine nur und dann schalte ich mal einfach so ein Room Reverb, so ein Small Room hier zu. Klingt jetzt sehr trocken. Jetzt schalten wir so einen kleinen Raumhall mal zu. Ja, es kommt jetzt natürlich darauf an, wie groß du den Raum gestaltest oder wie groß die Hallzeit hier ist. Und mit so einem Raumhall kannst du jetzt, wie in diesem Beispiel, gerade so eine Sängerin oder deinen Sänger in einen bestimmten Raum, in eine bestimmte Räumlichkeit stellen. Weiter geht's mit Halltyp Nummer 2 und das ist ein Plattenhall. Der Plattenhall ist ein mechanischer Hall, der durch eine Metallplatte geschickt wird und danach wieder aufgenommen wird, grob erklärt, und dadurch entsteht ein sehr dichter Hall. Und der eignet sich deswegen sehr, sehr gut für perkussive Instrumente. Man kann es auch für Blechbläser einsetzen. Man kann es insgesamt für alles einsetzen. Also es gibt keine Regeln beim Hall, aber er wird sehr, sehr gern auf perkussive Elemente eingesetzt. Auf Blechbläser, wie gesagt, und insbesondere und sehr, sehr gerne wird auf die Snare Drum eingesetzt. Auch hier zeige ich dir kurz ein Beispiel. Kommen wir zum nächsten Reverb-Typ und das ist der Kammerhall oder zu Englisch Chamber Hall. Das ist im Prinzip so ähnlich wie ein Raumhall, nur größer. Vielleicht kennst du den Begriff Kammerorchester, das ist so ein kleines Orchester. Also es ist nicht so groß wie eine riesige Konzerthalle, aber es ist eben ein größerer Raum wie so ein Versammlungsraum. Und diese Chambers, diese Hall oder Reverb-Chambers, gab es früher oder gibt es auch immer noch in großen Tonstudios. Die haben also eigene Hallräume, wo Mikrofone drinstehen und wo sie ihren eigenen individuellen Hall haben. Aber das kannst du jetzt auch in einem Plugin. Ein Plugin kann das inzwischen auch emulieren, das ist aufgenommen worden. Und dieser Chamber Hall oder Kammerhall eignet sich für unterschiedliche Aufgaben. Insbesondere ist er aber gut oder ganz nett für Percussions. Ich zeige dir das hier mal an diesem Chamber Hall hier. Ich glaube, der heißt hier genau Horn Chamber. Das wäre jetzt auch so eine, also eine Bläsersektion, da geht es auch, aber ich zeige dir das mal hier an dieser Percussion-Spur. Reverb-Typ Nummer 4 ist auch sehr, sehr bekannt und das ist das Spring Reverb. Spring heißt zu Deutsch Sprungfeder und tatsächlich wird dieses Reverb oder dieser Hall auch aus Sprungfedern generiert und ist hauptsächlich in Gitarren-Amps verbaut und wird hauptsächlich auch für Gitarren eingesetzt, wenn man da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Du kannst es aber auch auf Vocals einsetzen, also kann man auch nette Effekte damit erzielen. Ich zeige dir das gerade mal hier an dieser Funk-Gitarre und wir lassen sie erst trocken laufen und dann mache ich so ein typisches Spring-Reverb mit dazu und dann wirst du gleich hören, was ich meine.
Das ist so eine schöne, so ein typischer Gitarrenhall einfach, der sich sehr gut auf Gitarren macht. Und da kannst du so eine Gitarre einfach auch so eine kleine Räumlichkeit verleihen, eine schöne, etwas hellere, knackigere Hallfahne und kannst die somit wesentlich besser in den Mix einbetten. Okay, kommen wir zum letzten Reverb-Typ und der heißt tatsächlich Hall oder Hall auf Englisch. Und diesen Reverb-Typ setzt man dafür ein, wenn du sehr, sehr große Räume simulieren möchtest. Also wirklich große Konzerthallen, große Arenen. Sowas brauchst du, oder zum Beispiel auch Kirchen, sowas brauchst du für Orchester zum Beispiel, für große Chöre. Oder auch wenn du zum Beispiel Drums für einen Rocksong oder was auch immer sehr, sehr groß arenamäßig, live-konzertmäßig darstellen möchtest. Ich zeig dir das hier mal gerade an einem Beispiel von einem Drumkit. Ich lasse das erst trocken laufen und dann mache ich mal so einen sehr, sehr großen Hall dazu. Okay, also du weißt, was ich meine. Damit sind wir mit Parameter Nummer 1 durch und das ist der Algorithmus bzw. der Reverb-Typ. Kommen wir zu Parameter Nummer 2 und das ist der Raum, ja, die Raumgröße. Ich gehe mal hier auf diese Snare-Drum. Die Raumgröße ist entscheidend dafür, naja, wie groß der Raum einfach dargestellt wird und zwar insbesondere dafür, wie früh die Early Reflections zu hören sind. Was ist jetzt das schon wieder? Die Early Reflections, das sind die ersten Reflexionen oder die ersten Rückwürfe von einem Raum. Wenn ich jetzt also hier in die Hände klatsche, Schall ist nicht besonders schnell, dann geht dieser Klatscher, dieser erste Impuls, dieser Klatscher, geht jetzt an die Wand und schlägt meistens als erstes dann an der Wand ein und kommt dann wieder zurück. Und wenn ich das höre, das sind die Early Reflections. Wenn sich dann dieser ganze Schall, der bleibt ja nicht an dieser Wand, sondern er wird wieder zurückgeworfen und verteilt sich dann im kompletten Raum. Und das ist dann die Hallfahne. Aber ich kann jetzt über die Raumgröße einfach einstellen, wann ich diese Early Reflections höre. Wann ich diesen Hall zum ersten Mal höre oder wann er zum ersten Mal zurückgeworfen wird. Und das bestimme ich durch die Raumgröße. Wir machen das hier auch mal wieder an der Snare Drum am einfachsten hier fest. Da kann man es am besten hören. Du siehst hier die Raumgröße. Ja, wir haben jetzt die kleinste Größe, wir sind bei 4 Meter und dann fahre ich den Raum einfach mal hoch. Okay, ich habe jetzt am Schluss habe ich einen Raum gehabt hier von 38 Meter und gestartet sind wir bei 4 Meter. Also braucht man nicht viel erklären, das ist die Raumgröße und wie gesagt, die bestimmt, wann ich als erstes diese Early Reflections höre. Das wäre Parameter Nummer 2 und das ist die Raumgröße. Damit kommen wir schon zu Parameter Nummer 3 und das ist eigentlich der wichtigste oder offensichtlichste Parameter bei so einem Hallgerät oder wenn es um Hall geht und das ist die Decay-Zeit. Decay kann man auch sagen, die tatsächliche Halllänge oder man sagt auch die Hallfahne. Also wie viele Sekunden oder Millisekunden, meistens über Sekunden wird es festgelegt, wie viele Sekunden klingt die tatsächliche Hallfahne denn nach, bis man wirklich nichts mehr hört von diesem Hall. Ich habe jetzt hier 0,28 Sekunden, gut, ich gehe jetzt hier einfach mal runter und fahre dann diese Hallfahne, wir haben ja einen kleinen Raum, ich fahre dann die Hallfahne hoch bis 9 Sekunden und dann wirst du den Unterschied deutlich merken. Das ist so das Offensichtlichste, was du hören kannst beim Hallgerät. Das ist also die Hallfahne. Und diese Hallfahne, es kann auch sehr sinnvoll sein, diese Hallfahne zu dem BPM, also zur Geschwindigkeit des Songtempos einzustellen. Das kann insbesondere für Anfänger sehr nützlich sein, wenn du mit den ganzen Parametern hier nicht so gut zurechtkommst und dich nicht gut auskennst, stellst du deine Hallzeit und nachher auch die Pre-Delay-Zeit stellst du zum Songtempo ein. Wie das funktioniert, das habe ich in einem anderen Tutorial erklärt, das zeige ich dir am Schluss, da verlinke ich es. Da kannst du dir das anschauen, da habe ich das genau erklärt, wie man den Hall einstellt zum Songtempo. Kommen wir zu Parameter Nummer 4, der sehr, sehr wichtig ist und das ist die Pre-Delay-Zeit. Auch hier ranken sich viele Gerüchte drum,
Und diesen Parameter siehst du hier, der ist im Moment bei 24 Sekunden. Die Pre-Delay-Zeit, ganz grob und ganz einfach erklärt, ist die Zeit, die vergeht, nachdem das Originalsignal erklungen ist, bis du den Hall tatsächlich hörst. Wenn das jetzt noch ein bisschen zu verwirrend für dich ist, dann zeige ich dir mal, was passiert, wenn du die Pre-Delay-Zeit zu lange machst. Denn dann wird es richtig komisch und das ist auch nicht besonders hilfreich. Ich fahre jetzt mal das Pre-Delay, also den Zeitraum oder die Zeitverschiebung vom Originalsignal, bis das Hall einsetzt, sehr, sehr weit nach hinten. Und dann wirst du merken, dass es komisch klingt. Dann wirst du es auch besser verstehen, was dieses Pre-Delay hier macht. Du hast jetzt gehört, ich war jetzt hier am Schluss bei 400 Millisekunden. Ja, das ist sehr, sehr lange. Das heißt, es vergehen 400 Millisekunden, bis, wenn der Snare-Schlag kommt, wenn der Snare-Schlag kommt, bis dann der Hall einsetzt. Und das klingt richtig komisch. Ich mach's nochmal und fahre das Pre-Delay dann runter, bis es passt. So, bei 80 Millisekunden war es dann so, dass du den Snare-Schlag sauber gehört hast. Der kam durch, die Transienten kamen durch und dann hat der Hall eingesetzt. Man hat die Hallfahne eingesetzt und hat die Snare-Drum hier noch ein bisschen fetter gemacht und nur ein bisschen veredelt mit der Hallfahne. Okay, ich hoffe, du hast das Pre-Delay jetzt verstanden. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn du es verstanden hast, dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Das würde mich riesig freuen, wenn ich dir das jetzt verständlich erklären konnte. Aber ich denke, so war es jetzt ganz gut nachvollziehbar. Der fünfte und letzte Einstellungsparameter, den du unbedingt wissen musst für Hall, ist der Wet-Dry-Regler. Der ist natürlich auch sehr wichtig, den siehst du hier oben. Normalerweise setze ich meine Reverbs immer als Send ein. Das heißt, ich lege einen Auxiliary-Channel ein und sende dann eine Kopie von meinem Signal dahin und kann den Hall dann zumischen. In dem Fall habe ich jetzt aber hier meine Snare-Drum, habe ich hier den Hall direkt in den Kanal zugeladen. Das kann sinnvoll sein, wenn ich jetzt den Hall nur für die Snare-Drum brauche zum Beispiel. Und jetzt siehst du hier den Dry-Wet-Regler. Wenn ich hier auf 100% wet gehe, dann höre ich nur den Hall und nichts mehr von dem Originalsignal und das wird sich wahrscheinlich auch ziemlich gruselig anhören. Und wenn ich hier auf dry gehe, dann hörst du nur das trockene Signal und keinen Hall. Das heißt, der Hall ist praktisch gebypassed oder gemutet. Du hörst nur das trockene Signal. Okay, und hier musst du jetzt den Mix finden, also wie viel möchtest du von diesem Hall hören im Verhältnis zum Originalsignal. Wir können nochmal ganz kurz hier ein bisschen hochfahren. Ich schalte nochmal gerade im ganzen Mix die Reverbs ab und wieder an, damit du hörst, wie wichtig es ist oder wie viel mehr Räumlichkeit und wie viel besser so ein Mix klingen kann, wenn du mit Reverbs Räumlichkeit erzeugst. Schalte ich jetzt alle Reverbs hier nochmal ab und schalte sie dann zu. Also es klingt wesentlich besser, wesentlich realistischer und schöner mit Reverb. Falls du noch mehr Tipps zum Thema Reverb möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da gebe ich dir nochmal 5 weitere Tipps, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wie du dein Reverb besser einstellen kannst. Wenn du dich fürs Mixing interessierst und wenn du dich dafür interessierst, wie du besser und effizienter abmischen kannst, dann empfehle ich dir mal ein PDF Speed Mixing. Da erkläre ich dir, wie du in 10 Schritten den perfekten Mix hinbekommst. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder im besten Fall über ein Abo. Bis dann.